Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind immer noch in der Höhle. Wir haben letztes Mal die Taucherausrüstung gefunden und ja, haben jetzt hier ein paar Steinchen draufgelegt, ein Tor geht auf und wir gehen rein. Aber leider sind schon die Teile, die wir hier reingeworfen haben, ausgegangen. Aber... Oh, auch schön beleuchtet wieder. Okay. Hier hat irgendwer was angebetet. Ich sag doch, Religion bringt einen um. Ein Kreuz? Nee, ja. Ja, warum machst du auch sowas, Dussel? Hättest du so viel anderes machen können. Hättest du Forest spielen können. Von mir Let's Plays gucken können. Da musst du dich auch nicht umbringen. Warum sind die Menschen verkohlt, aber oder tot? Aber hier die Bibeln sind alle heile. Verbrannt sind die doch nicht, oder? Hm. Oh, der ist in Deckung gegangen und hat es trotzdem erwischt. Ach du Scheiße, mit Tauchen geht's noch weiter. Wir sind mit dem Tauchen gar nicht fertig, ja? Nischt. Kugeln. Okay, dann liegen die aber schon eine Weile hier. Aber das passt doch gar nicht. Das sind Leute mit der Bibel, da lagen Kugeln. Jetzt solche Betten, die gab es doch erst. Ja, das. Hä? Verstehe nicht, von wann da. Oh, ein Buch Gottes. Wir haben Klopapier. Wenn jemand sich jetzt beleidigt fühlt, tut's mir leid. Ich halte leider nicht viel von Religion, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn andere Leute sie ausüben. Soll jeder machen, wie er möchte. Ich lese auch gerne Fantasy-Romane. Da werde ich auch immer komisch angeguckt. Manchmal im Zug. Aber ich bin halt nicht der Typ, der irgendwelche Dramen liest oder so. Da habe ich keinen Bock zu. Aber ich lese auch andere Bücher als Fantasy. Aber wie gesagt, Religion, jeder des Seins. Ich habe da nichts gegen. Und bin da eigentlich ganz tolerant. Bloß, hier soll niemand seine Religion irgendwie aufschwatzen. Das ist nicht so meins. Guck mal, Spider-Man. Oder wie man das Vieh auch nennen sollte. Eine rostige Axt haben wir gefunden. So. Benzin. Nochmal benutzen. So. Komm, wir hauen jetzt da nochmal was rein hier. Ach, hier liegt noch was. Cent oder so. Das ist schon eine ältere Zeitschrift. 50er, 60er. Ja, auf jeden Fall müssen die später gekommen sein. Die Kugeln müssen da vielleicht schon gelegen haben. Also, naja. Joa, geht weiter, ne? Anzug an. Joa, und weiter. Taucherei hier. Jetzt richtig runter. To-Do-Liste aktualisiert, ja. Finde einen Ausweg oder was? Was ist das da? Die Bibel. Das Wort Gottes. Noch eine Bibel. Noch eine Bibel. Hier geht's straight nach oben. Noch eine Bibel. Die Bibeln weisen uns den Weg. Okay.
Okay. Jetzt frieren wir wieder. Oh, das ist ätzend mit dem Frieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, ja, das Wasser ist kalt. So, das ist ein bisschen nervig. So, das ziehen wir auch wieder aus. Das ist doch wahrscheinlich der Grund, warum hier überall Stöcker liegen. Aber hier geht's nach oben. Da steht sogar ein Name. Submarine Cave? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt frieren wir nicht mehr. Jetzt müssen wir eigentlich in die nördliche Höhle nochmal reingehen. Den Ort suchen, wo wir tauchen mussten. Und dann da mal gucken, wo wir rauskommen. Oh, hier geht es weiter mit Wasser, oder was? Oh. Wenn man einmal mal so eine Taucherausrüstung hat, dann... Oh. Dann snacke ich noch mal eine Runde. Ziehen wir es an. Tragen. Und ab geht's. Da geht's lang. Das? Ein Seil wahrscheinlich, ne? Oh, mir ist kalt. Scheiße. Geht's ja gar nicht weiter, Alter. In Teich? Ente, 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 Ente. Eine Waffe kann ich nicht zücken, ne? Gra, gra. Aber ich glaube, Enten konnte man nicht töten, ne? Kurz ausziehen. Ablasen. Oh. Doch. Können wir die auch einsammeln? Nö, nee, irgendwie nicht. Enttäuschend. Ja, ich würde sagen, wir haben erfolgreich die Höhle erkundet. Wo sind wir denn rausgekommen? Ja, quasi fast zu Hause. Ich würde dann Richtung Heimat gehen. Und den nächsten Tag abwarten und dann in die nördliche Höhle gehen, wenn wir sie nochmal finden. Ja, die finden wir schon, aber... Bin ich echt gespannt, wo wir da rauskommen. Und dann haben wir jetzt eine rostige Axt gefunden. Ich glaube, dann können wir nämlich hier die andere Axt, die ich hier immer noch rumtrage, die können wir ja eigentlich dann in die Ecke schmeißen und brauchen wir nicht mehr. Warte mal. Hier haben wir die Hand gemacht, die war ja schon recht langsam.
Die ist schneller. Okay. Die ist lang, etwas langsamer. Also ist so das Mittelding, ne? Ah, Schaden ist gleich. Das ist zwar schneller, kann nicht blocken, aber weniger Schaden und das ist dann quasi das Beste eigentlich. Kann schneller schlagen, macht schneller Schaden. Ja, erfolgreich. Es war echt erfolgreich, die Hülle. Jetzt nur sicher nach Hause kommen. Au, 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 au. Wir brauchen wieder Essen. Zumindest etwas, was wir dann aufhängen können und bestimmt eine T-Shirt drin. Ach, geht doch verrecken. Was soll ich mit diesem T-Shirt? Oh! Da laufen sie. Jo, ich auch. Wo ist meine Heimat? Da hinten? Bin ich im Kreis gegangen? Oder falsch gegangen? Scheiße. Schitte, schitte, schitte. Bin in die falsche Richtung. Und da ist auch die falsche Richtung. Wir hätten hier gar nicht runtergemusst. Komplett die falsche Richtung eingeschlagen. Aber es fängt an zu regnen, das ist gut. Dann gibt es hier zu Hause was zu trinken. Also ich weiß nicht, Mutanten auf dem offenen Feld angreifen, traue ich mich immer noch nicht. Mich zu Hause greifen sie ja Gott sei Dank nicht an. Ein großer Baum. Ah. Wo ist mein Pfeil? Ach, scheiße, ein Pfeil. Nach Hause. Gut, tot. So, orientieren und schnell weg. Los, Bambi, lauf! Lauf, Bambi! Das ist unsere Mauer. Wir sind daheim. Hurra! Hätte noch ein zweites Tor einbauen sollen. Aber wenn wir schon mal hier sind... Genau, ein zurück, das. Das auch nochmal hier auf beiden Seiten. Fangen wir mal an. Brauchen wir ganz schön viel Steine. Laub brauchen wir auch noch ein bisschen. Hm.
Bambi spawnt da gerade. Weiß nicht, die Bambis wollen heute gekillt werden eigentlich, ne? Also sie sind ja immer bei mir in der Nähe. Ich glaube, einen sollte ich mal killen. Jetzt ist aber weg, ne? Ja. Das ist das Tolle bei den Steinen, die spawnen echt recht schnell. Leben. Gab's hier nicht irgendwo Stöckchen? Hm. Hier ein. Das Kaninchen nicht mal töten sollen. Okay. Ich habe keinen Feindkontakt, aber... Die waren schon bei mir zu Hause. Ist hier eine echt zu mir nach Hause gelaufen, die Petze? Und das ist Mutant. Raus, raus, rein, rein, meine ich. Zu. Ah, da ist einer. Da ist Otter. Nee, es ist kein Mutant. Ups. Das war aber, das war auf jeden Fall ein Mutant, den wir gehört haben. Der ist in der Nähe. Da kommen sie. Die kommen. Das wird unsere erste Belagerung, glaube ich, hier. Das sind drei Mutanten. Ne, wir hatten das, glaube ich, schon. Nee, in diesem Spiel hatte ich das noch gar nicht. Das ist wirklich die erste Belagerung. Dieses andere komische Geräusch. Rennen die weiter? Ich versuch's mal. Warte mal, ich nehme einen anderen Pfeil. Jetzt haben wir sie sauer gemacht. Alter. Lass das sein. Scheiße, daneben. Scheiße, scheiße. Alter, triffst du mal? Oh.
Alter! Noch hält die Mauer? Ey, du weg, du Vogel! Wohuhu! Ja, ich habe ja das eine angemacht, dass die Gebäude nicht kaputt machen können, aber das geht's irgendwie doch ausrüsten. Okay, man sollte das Feuer anmachen. Diesen Molotow-Cocktail her, aber zacki. Die leben hier noch. Ah, ich renn selber. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wir brennen nicht mehr. Oh, da oben ist einer. Oh, der ist runtergefallen. Okay. Nächster Versuch nochmal. Ausrüsten. Anmachen. Lucky Lucky machen. Werfen. Lass sie nicht verrecken, ey. Der Pfeil ist abgebrannt. Die hackt auch da irgendwas rum, oder? Gut, die Kannibalen sind weg. Trinken, essen. Alter, hat mich gerade erwischt? Alter! Jetzt tot. Schnell rein mit dir. Weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass sowas hier passieren kann. Zappelt hier ganz schön rum. Okay. Kein Augenblick. Wir haben noch Deko-Möglichkeiten, oder? Da ist ein Schädel. Das ist so rangehen, ne? Schade.
Okay, das reicht mir. Wo ist der? Alte Drecksau! Klaut er meine Leiche, ey. Wollt mir schön so einen Kopf sichern und für schön für zu Hause. Hier noch einer. Der eine. Ist mir eigentlich egal, was. Hauptsache es brennt. Achso, hab ich den Kopf schon. Es wird jetzt dunkel und was machen wir mit dem Köpfchen? Den hier mal fallen lassen. B. Sieht das eklig aus, das Scheißvieh. Gut, haben wir da. Warte mal, können wir da. Platzhalter. Gucken wir alle hier auf den Kamin, Fernsehen. Quasi. So. Dann gehe ich auch mal schlafen. Nicht, dass wir noch irgendwann eine Schugge werden. Dann ist die Leiche halt weg. Dann haben wir halt nur ein Riesenbaby. Speichern ist auch nicht schlecht. Letzte Speicherung war Tag 67. Was haben wir jetzt? 70. Nice. Zwei Kaninchen dürften noch gut sein, oder? Getrocknet, getrocknet, getrocknet. Oh. Hängen wir dich mal auf. So, ich kann sie nur ausrüsten. Okay, Knochenrüstung. Okay, dann haben wir die Rüstung wieder komplett. Pfeile. Oh, wir brauchen Sticks, ne? Ugh. Ekelig. Krieg ich noch ein totes Kaninchen mit? Hm. Ach, jagen machen wir ein anderes Mal. Ist kalt. Oh, wir haben noch ein Bild von unserem Sohnemann. Fällt mir gerade auf. Ausrüsten. Dann hängen wir das einfach mal
Ja, dahin. Ist kalt. Ich habe jetzt aber keine Lust hier rumzusitzen. Wir wollen hinten in die nördliche Höhle. So, aufgewärmt, zack, los. Ist unser Getränk auf hier? Nee, können wir das mal auffüllen. Danke. Fallen sind auch nicht ausgelöst. Noch Platz? Oh ja, hier ist noch Platz. Okay. Die Dosen finden wir ja immer irgendwie. Hier noch irgendwas getrocknet. Die sah jetzt nicht getrocknet aus, jetzt wieder. Oh. Da schwamm gerade eine Leiche hin und her. Was ist das denn? Hä? Okay. Ja gut, wenn er sich schon da so hingelegt hat, keine Ahnung. Dann müssen wir ihn auch braten. Ach. Das dauert alles zu lange. Ich brate den nochmal durch, dann würde ich sagen, mach mal einen Break. Und kurz bevor wir wieder in die Höhle sind, da hinten, würde ich die Aufnahme wieder starten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ein Link, ein Abo. Ein Kommentar oder ein Abo. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Abo, 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 Abo.